Große Transporte von Heimkehrern aus dem Osten treffen in Österreich ein. Hier die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in Salzburg. Nach jahrelanger Trennung endlich das Wiedersehen mit den Angehörigen. In Wien hatten sich am Südbahnhof 30.000 Menschen zum Empfang der ersten Heimkehrer eingefunden, denen laufend weitere Transporte folgen sollen. Nach der Begrüßung durch Vizebürgermeister Speiser und Entgegnungsworten von Heimkehrern auch hier das gleiche Bild. Glückliche Heimkehrer und Angehörige. Auf dem Wiener Südbahnhof traf aus Rom kommend Orson Welles, einer der markantesten Persönlichkeiten des amerikanischen Films, ein, um bei den Außenaufnahmen des Filmes Der dritte Mann, der unter der Regie Carol Reeds in Wien gedreht wird, mitzuwirken. Orson Welles, der uns noch aus dem Film Die Weise von Lovewood bestens in Erinnerung ist, ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, er ist auch Regisseur und betätigt sich zu guter Letzt noch als Drehbuchautor. Die österreichische Himalaya-Expedition wieder in Wien. Die erfolgreichen Wissenschaftler und Bergsteiger mit ihrem Expeditionsleiter Primarius Dr. Rudolf Jonas werden auf dem Wiener Südbahnhof von einer großen Menschenmenge willkommen geheißen. Auch Bürgermeister Jonas fand sich ein, um seinen Bruder nach monatelanger Trennung zu begrüßen. Wien hat einen neuen Bahnhof. Dies ist ein großer Tag für die österreichischen Bundesbahnen. Der neue Südostbahnhof wird dem Verkehr übergeben. In der riesigen, hellen Schalterhalle hat sich fast die ganze Bundesregierung versammelt. Unter dem Beifall seiner Nachbarn von der Regierungsbank erklärt der Verkehrsminister, der neue Bau sei schon jetzt ein neues Wahrzeichen Wiens. Das Wien der Festwochenzeit empfängt bekannte Gäste. Auf dem Südbahnhof treffen Vivien Leigh und Laurence Olivier ein. Sie werden mit dem Ensemble des Old Vic Theaters im Burgtheater gastieren. Und mit neuen Rosensträußen empfangen die Repräsentanten des Burgtheaters, die Schauspieler der Comédie Française. Große Schauspielkunst versammelt sich im festlichen Wien. Soll die internationale Fotoausstellung der Eisenbahner schon stattfinden. Übrigens, es sind gute Fotos. Nicht von Berufsfotografen geschossen, sondern von kleinen Leuten, die ihren Alltag bewusst erleben. Staatsbesuch aus Afrika in Wien. Am Wiener Südbahnhof empfängt Bundespräsident Dr. Scherf den Präsidenten der Republik Liberia, Mr. William Tubman. Liberia ist die älteste Negerrepublik auf afrikanischem Boden. Sie wurde schon 1822 gegründet von amerikanischen Philanthropen, die freigelassenen Negersklaven aus Amerika nach Afrika zurücksiedelten. Präsident Tubman ist der Nachkomme der Rückwanderer aus Amerika, die noch heute in der Negerrepublik Liberia die führende Rolle spielen. Auf einer Reise durch Europa ist er nun mit seiner Familie und seinen nächsten Mitarbeitern nach Österreich gekommen. Das künftige Schnellbahnnetz lässt sich im Modell bereits bewundern. Bundesminister Probst eröffnet diese Vorschau auf die Zukunft, die im Süd- und Westbahnhof zu sehen ist. Die einmal ausgebaute Schnellbahn wird mit ihren 160 Kilometer Länge und 95 Stationen alle Bezirke Wiens untereinander verbinden, zugleich aber auch die wichtigsten Orte Niederösterreichs näher an die Bundeshauptstadt heranführen.
Die Chorvereinigung Jung Wien verabschiedet sich am Ostbahnhof, um eine Konzertreise in die Sowjetunion anzutreten, die erste, die einen österreichischen Chor quer durch Russland führt. Die jungen Leute werden in Moskau, Minsk, Leningrad und anderen Städten konzertieren und vor allem durch den Vortrag von Volksliedern für ihre Heimat werben.